So, draußen an der Oberfläche, wie es aussieht, wir sind fully integrated. Wir haben gerade eine Errungenschaft bekommen. Ich will diese Kristalle irgendwie gerne mitnehmen. Ich weiß nicht warum. Rüstung auswählen. Haben wir schon was zum Auswählen? Waffen? Items? Nanoleben haben wir gerade leider nicht mehr. Fähigkeit kotzen. Schön. Ach, da unten ist ja nochmal alles angezeigt. Okay. Wir müssen uns dringend wieder ein bisschen was zur Heilung zusammenbasteln. Was ist das? Erinnerungsstück. Wird 5 Erfahrungspunkte geben. Ja! Kann man nie genug von haben. Man kann von nie, also von irgendwas genug haben. So, nutze M, um eine grobe Karte der Gegend zu sehen, inklusive Ausgänge. Ja, das ist eine sehr grobe Karte. Da geht's rein und hier bewegen wir uns gerade. Aber immerhin. Wer ist das? Bürgerstatus entzogen und Müll. Das war jemand, der wahrscheinlich ähnlich wie wir. Ne? Ja, es ist genau das Gleiche. Gut. Jemand, der das gleiche Schicksal hatte wie wir, der ist nur nicht besonders weit gekommen, oder die? So, hier ist das komische Krakensymbol. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob hier noch mehr Gemüse ist. Oh, wer ist das? Ah, es ist so einer. Ah, okay. Ich wollte gerade rollen, verdammt. Ich wollte gerade rückwärts wegrollen. Sollte ein bisschen strategischer sein, ne? Es ist, ja. Okay, ich finde das interessant, dass er mir das hier nochmal anzeigt. Wahrscheinlich, damit ich die Funktion kenne. Es ist ja nicht so, als hätten wir irgendwas. Zirkon. Oh, wir können tatsächlich so ein Dings mitnehmen. Okay. Gut. Ich habe gerade gesehen, durch den Stein durch, hier lag irgendwas. Das war die Karte. Hier lag irgendwas, was man mitnehmen konnte. Ah nee, das könnte auch sein, dass das unser Dings war, was wir fallen gelassen haben. Sogar recht wahrscheinlich. So, Hexenfinger. Ich guck mal gleich, vielleicht hilft uns ja der Hexenfinger auch. So, das Erinnerungsstück. Nett. Sehr gut. So, dann speichere ich jetzt nochmal. Oft speichern hilft, weil man schnell stirbt. So, Inventar. Was haben wir denn da? Ressourcen. Crafting-Ressource. Ich glaube, wir können nicht einfach so craften, ne? Oh, wir können noch welche. Oh, können wir noch welche vergeben? Tatsächlich? Sehe ich das richtig? Okay, warte, bevor ich das so mache. Wir haben überall gleich viel vergeben im Moment. Empathie ist so ein Faktor, den ich sehr gerne freischalten will, weil ne, mehr Optionen mit den Charakteren finde ich immer ziemlich gut. Cybertech verstärkt die Tech-Fähigkeiten, ermöglicht das Benutzen der meisten Implantate. Okkultismus, Fähigkeiten, die mit dem Fleisch kommunizieren. Ach du Schande, Geschick. Fernkampfwaffen, höhere kritische Trefferchance, Stärke, nutzen bessere. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Ich kenne mich. Ich werde mal nicht auf das Geballer gehen, ne? Das ist nicht so ganz mein Stil, sondern eher auf die anderen Fähigkeiten. Wir übernehmen das mal so. Jetzt haben wir zumindest schon mal einen Punkt Empathie, aber uns fehlt immer noch einer. Gut. Sekunde. Nein, ich bin nicht paranoid. Wieso? Oh Gott, da laufen zwei. Wir sind ein bisschen angeschlagen. Zu angeschlagen, um lange zu kämpfen. Sieht aus wie der Fleischkraken, genau. So, hier sind so kleine Pünktchen. Oh, hallo. Hey, alter Mann. Ach, schau dich an mit Kleidung, so ordentlich. Naja, sind praktisch Kleider, Klamotten und so. Es wird nicht so kalt unten rum. Wie gesagt, richtig ordentlich. Hier, schau mal, wie ich tanze. Nein, ich möchte das nicht sehen. Bitte lass es. Nicht hingucken. Jetzt kannst du gehen. Vielleicht bist du an einem großen, fleischigen Freund interessiert. Igitt, oh Gott, das klingt so falsch. Du meinst das große Fleischmonster in dem Tempel da vorne? Nein, mit dem will ich auch nichts anfangen. Okay, wir haben einen nackten alten Mann gefunden. Völlig normal.
Was zum Teufel? Ja, ich vermeide gerade so ein bisschen die Kämpfe, weil ich ein bisschen, ne, hier ein bisschen angeschlagen bin. So, Spähauftrag. Fragment eines. Achso, Fragment des Wissens. Wir lesen mal ganz kurz. Das hier, das hatten wir ja schon. Und das da. Geh auf die Suche nach den Großen. Sie müssen irgendwo westlich der faulenden Schlucht sein. Wenn du etwas findest, komm sofort zurück. Komm ihnen nicht zu nah. Pass auf dich auf. Die Mutanten sind in letzter Zeit sehr aggressiv. Etwas scheint sie aufgebracht zu haben und das wird noch schlimmer werden. Das Auge. Okay. Das Auge gibt Instruktionen und schickt Speer aus. Interessant. So, wir haben uns diesen Ort gemerkt. Wir haben natürlich noch ein paar ja, Mutanten, Zombies, was auch immer zu erledigen. Ich guck mal ganz kurz. Hier geht es nur nach oben, ne? Ja, da ist der eine. Ich werde mir jetzt halbe Energie, wenn wir uns nicht allzu blöd anstellen. Ah, siehst du, wenn wir zum Beispiel die schöne Nahkampfwaffe benutzen. Fernkampf, was sag ich denn hier? Dann kriegen wir auch nicht so viel aufs Maul. So, Müll mitnehmen. Mal nachladen. Gut. Ich denke, ich werde jetzt ziemlich viel beim Fernkampf bleiben, sofern möglich. Oh, Feueropal. Oh, das habe ich gebraucht. Genau, ich denke mir auch jedes Mal, jetzt ein Feueropal. Genau das habe ich gebraucht. Schön. Wir können bestimmt die Gegner auch anspucken, ankotzen. Das wäre auch ziemlich lustig. Dann noch 22 Schuss. Ich traue mich jetzt nochmal an die anderen beiden hier vorne ran. Es ist aber eine Shotgun, ne? Ich habe keine Ahnung, wie weit die reicht. Offensichtlich so weit. So. Zack, Numero uno. So, und das kann ich auch so machen. Und so steigt man zur Sonne auf. Alles klar. So mache ich das auch immer. Okay, cool. Aber das funktioniert echt gut. Also, Nahkampf, da kann man sich die Viecher schon ganz gut vom Leibe halten. So, Müll und Plastikmüll. Alles klar. Hier sind noch ein paar Mülltonnen. Ganz befriedigender, wenn da ab und zu noch Müll drin wäre. Hier ist wieder ein Aschehaufen und hier ist Technik. Juhu! Und ich will diese Kristalle immer zerschlagen. Ich weiß auch nicht warum. So, da kommen wir nicht hin. Wir können uns übrigens auch mit Klicken bewegen, ne? Ich mache das die ganze Zeit mit WASD, aber ich kann genauso gut einfach hier irgendwo hinklicken, wenn man lieber so auf diese Art spielt. Ganz cool, dass man sich das aussuchen kann eigentlich. So, ich habe dich genau gesehen. Ach so, das. Ah, das war so ein kleines Viech. Okay, ich bin paranoid, offensichtlich. So, Fleisch haben wir gebraucht. Hier ist noch mehr Fleisch. Oh. Was? Animalismus. Oh, okay. Wir könnten ne, Fähigkeit einsetzen, aber die Erfolgschance liegt bei 33%, weil wir das noch nicht geskillt haben. Oh, wie gut das ist. Kann ich hier draufkloppen? Okay. Ich mag das. Ich mag das, wenn man diese Fähigkeiten erstmal ausbilden muss, bevor man sie benutzen kann. Und das nicht am Anfang immer alles schon geht. Und, ne, und die Erfolgschance am Anfang einfach nicht so hoch ist. Dann muss man halt später nochmal wiederkommen. Cool. Okay, ich glaube, genau das machen wir jetzt auch. Wir werden mal dieses Gebiet hier verlassen und schauen, was als nächstes kommt. Steel Waste. Quasi das Stahlödland, kann man sagen. Und wir sind hier beim Tempel des Kraken und gehen zur faulenden Schlucht. Ich gehe da mal hin. Ich will nicht gleich ganz durch die Wildnis. Erstmal zur Schlucht. So, die faulende Schlucht haben wir erreicht. Es sieht hier so ähnlich aus wie. Da hat es gerade geklingelt. Es sieht ja so ähnlich aus wie drüben. Was waren das? Verwertbare Teile? Okay. Kann zu Ressourcen zerlegt werden. Alles klar.
Hier kriechen wieder kleine Blubschis. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Hallo, hier ist ein bisschen Müll. Ah, ich liebe das, weil man in den Spielen einfach so viel rumlaufen und looten kann. Das ist genau meins. Du, hallo. Um die kümmere ich mich, wenn ich mehr Erfolg habe, ne? Ciao. Oh, da hat sie ihn einfach mal in zwei Hälften zerspratzt. Sehr nice. Hat ein bisschen Müll dabei. Oh, was ist das? Bock. Ah, sieht aus wie eine neue Fähigkeit. Da werden wir gleich mal reingucken. Körper, Schock. Leichter Flächenangriff mit Energieschaden. Nice. Ah, mit C. Ah, okay. Jetzt kann ich entweder kotzen oder schocken. Schön warm und feucht. Jetzt. Ich mach das mal auf Schock. Das müsste dann ja auf der 4 sein. Okay. Ich hoffe, das kann ich gleich mal ausprobieren. Oh, hi. Oh, Scheiße. Ja, oh, Scheiße ist gut. Oh. Trifft mich immer, wenn ich nicht rechtzeitig wegrolle. Nett. Ja, nicht ganz so nett. Oh, Mann, die konnte gut schießen. Ja, hätten wir mit F nochmal benutzen müssen. Eieiei, die hat aber echt immer getroffen. Man konnte versuchen, dann im letzten Moment noch wegzurollen. Aber ganz schön knapp. Okay. Ich muss mich dringend mal heilen, ne? Ich frag mich, ob ich hier irgendwo bald mal was. Nope. Nope, nope, nope. Wie war denn das? Halt. Ich das Gefühl habe, dass mich jemand ne, sieht, dann konnte ich mich ja mal verstecken. Ich habe Munition. Was bitte was? Wo geht's da rein? Sollen wir das mal machen? Ich habe ein bisschen Angst. Ist das eine gute Idee, da reinzugehen? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal kurz. Mal kurz einen Blick reinwerfen. Das kann ja nicht schaden, ne? Berühmte letzte Worte. Okay. Hallo, finstere Höhle. Hallo. Oh. Mist, hat nicht getroffen. Alter, der steht immer noch. Willst du mich verarschen? Ja, ich bin nicht sehr effektiv. Er hatte Gott sei Dank nur eine Pistole, sonst wäre ich längst tot. Crafting-Bissen. Schön. Okay. Wir stellen uns mal ganz kurz hier unten hin. Dietrich. Seltsame Linien und Symbolen. Keine Ahnung, was die mir genau sagen sollen. Ich sollte vermutlich versuchen zu lernen, wie man die liest. Vielleicht kann mir das Buch, das ich gefunden habe, dabei helfen. Das Buch da, Crafting Wissen. Dieses Buch enthält Blaupausen für einen sogenannten Blip. Dazu gibt es sehr detaillierte Anweisungen darüber, wie Blaupausen im Allgemeinen zu lesen und zu verstehen sind. Wenn du den Inhalt dieses Buches merkst, erhältst du das notwendige Verständnis, um neue Rezepte zu lernen und zu benutzen. Juhu! Wie auch die Fähigkeit, Items in wiederverwendbare Werkstoffe zu zerlegen. Yeah! Nützlicher Müll. Yes. Dann lesen wir doch mal den Dietrich. Rezept gelernt. Jetzt ist die Frage: Notizen. Ah. Nein, nicht fallen lassen. Notizen will ich natürlich nicht fallen lassen. Ressourcen, Körper, Geist, Quest-Items. Skills.
Ah, okay. Ganz vergessen, dass wir die mal hätten, ne? Ein bisschen dingsen können. So, Animalismus, gutes Verständnis von Tieren und Handeln. Das klingt beides sehr nützlich. Kampf, stumpfe Waffen, scharfe Waffen, Pistolen, Gewehre, Hightech. Leichen, Schlösser knacken, Diebstahl. Ich weiß, bei meinen nicht vorhandenen Kampffähigkeiten sollte ich eigentlich hier ein bisschen skillen, aber ich mag die anderen Fähigkeiten ehrlich gesagt deutlich lieber. Schleichen werde ich definitiv ein bisschen besser machen müssen. Schlösser knacken. Stehlen ist nicht so ganz meins. Ich würde halt sehr gerne bei Fernkampf bleiben. Vielleicht sogar bei Gewehren. Ich mach mal das hier, weil ich sehen will, was passiert. So, hier können wir tatsächlich zerlegen. Eine Keule, altes Gewehr, Munition, Hilfsmittel. Zeugs. Wir dürfen immer noch keine Hilfsmittel machen. Wir können einen, ja. Zerlegt mal ganz kurz. Das alte Gewehr ist wahrscheinlich das gleiche, was wir auch haben. Kleine Pistole könnte ich erstmal behalten. Das könnte man theoretisch wahrscheinlich verkaufen. Und ein Dietrich können wir uns machen. Zweimal Technik wird zu einem Dietrich. Okay. Und leider können wir uns immer noch keine. Ne? I. Oh Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Das Fleisch gibt Lebensenergie. Das gammelige Gammelfleisch, was hier überall rumliegt, gibt uns wieder Lebensenergie. Oh Gott. Ich will das nicht essen. Oh, ist das ekelhaft. Ew. So, ganz kurz. Altes Gewehr ist das gleiche, ne? Ah, okay. Aha, okay. Oh, wie eklig. Warum? Tu das nicht. Das kann. Nein, das isst man doch nicht. Oh Gott. Okay, warte, ich speichere nochmal kurz. Jetzt haben wir so viel verschiedenen Kram gemacht. Gittigit. Wir essen hier wirklich den Rotz, der hier in der Gegend rumliegt. Keine Ahnung, wie lange und wie weit der schon vergammelt ist und was für Bakterien sich da schon drauf rumtreiben. Wir haben bestimmt auch einen kybernetischen Magen, dass wir das überleben. So, okay. Ist hier noch jemand? Noch jemand, der ein bisschen Stress haben will? Ein Gehirn? Okay, da ist noch ein Gehirn. Also Fleisch. Okay, ich verstehe. Es ist ziemlich eklig. Aber es passt natürlich voll. Gut, das war's, glaube ich. Aber jetzt können wir immerhin craften. Freut mich. Und jetzt können wir hier mit Animalismus. Die Wahrscheinlichkeit steht jetzt schon ganz gut. Oh, komm her, Süßer. Oh. Wir haben jetzt den Fleischwurm eingesammelt, ein Tier. Und können. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem? Essen wir den dann? Was passiert jetzt mit dem, wenn ich den einsetze? Ich habe ein bisschen Angst. Ach, werfen und loslassen. Oh, wie cool. Ja, Mann. Geil. Oh, ich liebe solche Fähigkeiten, dass man Tiere für sich kämpfen lassen kann. Huch, ich wollte mehr Fernkampf kämpfen, ne? Oh, den Fleischwurm. Nein, den hat es direkt zu hauen. Ach, verdammt. Komm schon. Jetzt umzingeln die mich hier einfach. Okay, das Kämpfen ist wirklich nicht meins. So, den haben wir schon mal. Wenn es andere schießende Gegner sind, ne, dann ist es echt ein Problem. Wenn die einfach nur hinterherlaufen, dann ist das okay. Aber wenn die selber ein Gewehr oder sowas dabei haben, dann ist das echt fies. Oh, ich habe den Wurm dahin geworfen und der hat es leider nicht lange überlebt. Oh. Okay, jetzt tut mir das voll leid, dass ich das gemacht habe. Aber gut, okay, ich mag die Fähigkeit trotzdem irgendwie. Ich gucke
Mal weiter rum. Was haben wir hier noch? Noch ein bisschen Technik. Jetzt haben wir so viel von Händlern und so weiter gehört, dass ich ganz gerne mal irgendwie auf irgendeine Siedlung oder so stoßen würde. Das wäre ziemlich cool. Ich gucke noch mal hier unten. Da war noch irgendwas Großes, was sich bewegt hat. Widerlich. Naja, haben schon Schlimmeres gesehen, glaube ich. So, noch mal ein Schnappes. Davon kann man nie genug haben. Ja, schön, dass sie das beständig sagt. Im Prinzip stimmt es ja auch. So, was ist das? Also nochmal wieder zwei. Nein. Oh, echt jetzt? Du schießt dagegen. Oh, der hat eine Special-Fähigkeit. Der hat sich und seinen Kollegen mit der Special-Fähigkeit umgebracht. Echt jetzt? Was? Ah, das war wahrscheinlich so ein Suicide-Ding, ne? Dass der sich hochjagt. Das kann natürlich sein. So, wir sammeln ganz viele Organe und sie sagt ständig nett. Ich finde das gar nicht so nett, aber hey. Es ist, was es ist. Man muss nehmen, was man kriegen kann. Zum Beispiel Hexenfinger. So, hallo, Müll. Oh, wie viel es hier zu sammeln gibt, ne? Wie geht's raus? Oder sind wir hier reingekommen? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, hier sind wir reingekommen. Da war die Höhle. Hier unten fehlt uns noch ein bisschen was. Die Karte ist doch echt sehr nützlich, auch wenn sie so sehr minimalistisch ist, aber das reicht ja völlig aus, dass man sich hier mal ein bisschen grob orientieren kann. Oh, hallo. Müll. Das ist, glaube ich, meine neue Lieblingsressource hier. So, da waren, genau, da waren die ganzen Kristalle. Schauen wir doch mal hier unten. Da geht es nicht weiter. Oh, da steht schon wieder jemand. Kann ich den nochmal. Ach Mist, der war. Ach Mist, keine Munition. Ah! Ja, wir hätten weglaufen sollen. Scheiße. Eieiei. Das ist übel. Okay, vor den Suicide-Bombern auf jeden Fall, ne? Weglaufen. Das ist generell eine gute Idee, aber hier ganz besonders. Eieiei. Und ich dachte so, ja, dann und dann nochmal draufhauen, aber Mission gelernt. Also, ne? Ich habe dazu gelernt. Wir lassen das lieber mit denen. So, da oben geht es noch ein bisschen weiter. Hier geht's raus. Dann müssten wir es eigentlich auch haben. Ne? Lass mich gucken. Fast. Also komm, die kleine Ecke gucken wir uns jetzt noch an. Ich bin so ein Monk. Bei mir muss die Karte immer voll aufgedeckt sein. Ne? So. Sonst geht das nicht. Das kann man so nicht stehen lassen. Das triggert. Okay, gehen wir weiter. Da ist irgendwas. Wir können noch die Geschwindigkeit anpassen, aber ich bleib mal dabei. Ah, Taurus. Und das sieht endlich aus, als wären wir in einer Siedlung angekommen. Und was uns hier erwartet, das lasse ich erstmal dahingestellt. Wir machen hier einen kleinen Cliffhanger. Ich wollte das Ganze ja erstmal nur antesten. Ich muss sagen, ich bin im Moment sehr begeistert. Ich habe unbedingt Lust, das weiterzuspielen. Ich hoffe, euch hat es gefallen oder zumindest auch ein bisschen interessiert gemacht. Ich verlinke euch das Spiel natürlich unten in der Infobox, dass ihr direkt zu Steam kommt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst es mich gerne unbedingt wissen. Dann machen wir da ein bisschen was Längeres draus. Ansonsten danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.